ja, halbe Stunde Gas, Steigerungslauf, berghoch. Dann ja, bin ich erstmal aufs Klo. Der Typ hat auch einen Schaden. Volles, ne? Rohr voraus. Ah, voll mit dem Rohr voraus. Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Florian Böcke, ich bin Triathlet und auf diesem Channel dreht sich alles um Triathlon, Triathlonreisen, den Triathlonsport an sich, ums Material, ums Essen, eigentlich alles, was mit Triathlon zu tun hat. Ich werde euch auch so ein bisschen Training zeigen, wie das so abgeht, vielleicht auch so ein paar motivierende Videos. Gucken wir mal, was so sich entwickelt in der Zeit. Jetzt bin ich gerade erstmal in Österreich, davon gibt es ein paar Videos zu sehen, so ein bisschen wie das Training so abgeht. Direkte Ironman-Vorbereitung steht auch an. Es sind jetzt noch 6 Wochen bis zum Ironman Mallorca. Das heißt, ich stehe mitten in der Vorbereitung und daran will ich euch einfach teilhaben lassen. Ich hoffe, es kommt gut an, werden wir sehen. Für mich ist es halt auch ein bisschen Motivation. Ich hoffe, ich kann euch auch mit motivieren. Auf geht's! Lights. All fading on the dark streets, heartbeats don't lie. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Österreich, Richtung Kitzbühel erstmal, dann Dolomiten, bisschen trainieren. Und wir haben hier einen wunderschönen Camper, den kann ich euch mal zeigen. Hier ist unser schöner Essbereich, unser traumhafter Kühlschrank, der sogar ab und zu mal funktioniert, wenn wir Glück haben. Da oben unsere super Waschanlage, die läuft auch kaum über, wenn mal zu viel Wasser drin ist und riecht dann perfekt hier drin. Ist richtig, richtig geil. Und dann hier unser Radständer, Radclub, alles in einem. Der hat Taschen und hier oben, mega geiles Bett, sag ich dir. Selten so schlecht, so gut geschlafen. Ist echt der Hammer. Also, ich weiß gar nicht, Team Sky und so mit dem scheiß 5-Sterne-Hotel. Also, ein bisschen können die schon einpacken, ja, also ist schon ganz geil hier, oder? Volles Rohr voraus. Ah, voll mit dem Rohr voraus. Something's going down tonight. Well, to come it's on a last call. Also, aufgrund des schlechten Wetters haben wir unsere Route ein bisschen geändert. War jetzt gerade hier in Rosenheim. In so einem Freibad. Ich muss echt sagen, also das kann ich euch echt nur empfehlen. Das kostet 2,20 für Studenten. Das zahle ich in Berlin auch locker. Also es ist erstens richtig günstig. Die haben super 50 Meter Becken. Ist beheizt, hat jetzt leicht geregnet. Ist echt ganz geil, da zu schwimmen. Und ich zeige euch das jetzt gleich nochmal hier. Wunderschön, wunderschön hier. Nach dem ersten Schwimmen heute, was wir verschieben mussten, weil das Wetter so schlecht war, ist jetzt noch ein bisschen trockener geworden. Und ja, jetzt ist eigentlich ganz geil hier oben. Guten Morgen, Leute. Aus. Ich sehe aus wie 4 Tage Wohnwagen. Aber gehört dazu. Wir sind jetzt hier am Gardasee. Kann man nichts sagen. Panorama stimmt einfach mal. Ist der Hammer. Django ist auch schon anscheinend. Noch nicht ganz, aber ihr wisst eh nicht, was das heißt. Wir schon. Und wir freuen uns, wenn er raus ist. So ist es. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, eine sehr gute Erleichterung. Ja, heute geht es hier am Gardasee aufs Rad. Ich denke so, wie viele Stunden? 3, 4, je nachdem, wo ich hier mal so hochfahren kann, weil eigentlich müsste ich 4x20 Minuten mit ungefähr 300 Watt mal fahren, um mal wieder ein bisschen in die Beinchen was zu bekommen. Und ja. Gucken wir mal, wie das so ausgeht. Das geile Panorama wollen wir ja natürlich heute auch noch genießen.
Und ich denke, später soll die Sonne richtig rauskommen und dann hauen wir uns mal ein bisschen an den Strand. Aber vielleicht fahren wir auch hier mit dem Camper irgendwie hoch oder hier und dann klettern wir mal hoch den Berg. Das wäre auch ganz lustig. Mal gucken, ob wir das nach einem Koppellauf machen oder als Koppellauf. Entscheiden wir später spontan. Ganz ehrlich, Leute, das ist traumhaft. Guckt euch das an hier. Perfekt zum Trainieren. Ich wollte zwar eigentlich einmal rumfahren, aber da ist der Wind zu stark. Das wäre zu lang. Das mache ich morgen. Außerdem habe ich jetzt schon dreimal 20 Minuten, 320 Watt weg. Jetzt ein viertes Mal noch nach Hause und dann schön ausrollen. Und dann erkläre ich euch mal ein bisschen, wie das so funktioniert mit Camper und Training und Ernährung. Wie man das alles unter einen Hut bekommt, wenn man unterwegs ist. Genießt die Aussicht. So, während der verrückte Rad gefahren ist, habe ich gedacht, bereite ich mal was zum Essen vor. Erzähle euch mal gleich unsere kleine Küche und was es zu essen gibt hier. Nicht ganz so vorbildhaft wie sonst immer, aber gut, heute gibt es Nudeln. Mal gut. Ein bisschen Zucchini dazu. Zum Zucchini kommt dann gleich noch ein bisschen Ratatouille en français. Und der Käse darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann werden wir uns ein bisschen voll tanken, bevor es danach zum Laufen weitergeht. So, ich bin jetzt hier mal ein bisschen hochgefahren. Am Gardasee kann man halt auch mal ein bisschen in die Berge hoch, sieht man jetzt nicht ganz so gut. Aber ja, da kann man ganz gut seine Belastung fahren. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie kann man sich in der Sonne und wenn man im Trainingslager ist, einfach besser quälen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es an dem Wetter liegt, einfach weg von zu Hause, von den normalen Strecken. Aber hier ist es wunderschön. Ja, der vierte Intervall ging jetzt erstaunlich gut. Ich muss ehrlich sagen, vor 2 Wochen, wo ich noch zu Hause war, Prüfungsstress und so weiter, da habe ich nicht mal zwei geschafft. Ja. Bin am zweiten gescheitert, da war ich einfach so platt mit 30 Watt weniger. Jetzt 30 Watt mehr. Und 4-mal läuft richtig gut. Also ja, ihr solltet vielleicht auch einfach mal ins Trainingslager irgendwo fahren. Das hilft immer. Das Clevere hier. Nach dem Training kann man gleich schön in den See springen und sich da frisch machen. Gute ist auch, ist gleich wie ein Eisbad. Ja, richtig geil. Also ich wollte euch ja noch ein bisschen was erzählen zu wie das so ist, wenn man reist und gerade jetzt immer mit dem Wohnwagen unterwegs ist, hier und da hat man ja nicht die Möglichkeiten wie in einem Hotel mit Duschen, mit Toilette, mit allem drum und dran. Heißt, man muss sich ein bisschen organisieren und man muss halt auch ein bisschen etwas flexibel sein, was so speziell die Sachen angeht mit Duschen. Also hier zum Beispiel einfach mal in Gardasee springen, danach sich ein bisschen frisch machen, ist zwar keine super Dusche, aber hilft genauso. Im Camper schön kochen, immer zusehen, dass man trotzdem gute Sachen kriegt, man trotzdem überall zu kaufen, also das ist kein Problem. Und ja, genau. Also wie ihr gehört habt, wir müssen noch Butter kaufen und so ein paar andere Sachen. Zum Thema Essen, wenn man halt unterwegs ist, muss man sich ein bisschen organisieren, das ist ganz normal. Wir versuchen halt immer so gesund wie möglich zu essen. Morgens machen wir unsere Bowls mit Quark und frischem Obst. Und mittags gucken wir dann meist, ob es was gibt oder ob wir uns halt nur unser Dinkelbrot schmieren oder wie auch immer, je nachdem, was wir trainieren oder wo wir unterwegs sind. Und abends kochen wir dann meistens noch was Richtiges. Sei es Pesto oder so eine schöne Bowl mit ein paar Kidneybohnen oder so in die Richtung. Halt, wir versuchen mal so gesund wie möglich zu essen. Und jetzt kann ich euch mal hier unsere geile Küche zeigen. Manu ist nämlich gerade schön am Kochen. Ich war auf dem Rad und er bereitet hier richtig geiles vor. Mittagessen, auch gut, ne? Ja, heute gibt es nämlich mal Mittagessen, weil ich ihm unterwegs geschrieben habe, dass ich ein bisschen grau bin und unbedingt was zu essen brauche.
So, jetzt haben wir geil gegessen, ziemlich viel. Und wie sieht eigentlich so ein Florian nach dem Sport aus und nach dem Essen? Find den Florian. Oh. Mhm. Ja. Zweidimensional auf den Tisch geklatzt. Schlaf gut, Flo. Letzte Aktion des Tages ist heute, wir sind berghoch gelaufen gerade. Hier schön am Lake Garda. Gardasee, sorry. Ja, halbe Stunde Gas, Steigerungslauf berghoch. Dann ja, bin ich erstmal aufs Klo und jetzt machen wir nochmal 10 Berghang-Hochläufe. Nochmal schön ausbelasten, dann ruhig auslaufen, dann nochmal schön in den See springen. Und dann wartet schon der Vino auf uns. Kleine Belohnung. Kleine Belohnung muss sein. Wir freuen uns schon drauf. Also. Ganz wichtig ist natürlich auch, nach einem harten Trainingstag, dass man sich entsprechend entspannt. Heute sind wir in, wie heißt das hier? Namen vergessen. Wir sind heute in Namen vergessen. Ist sehr schön in Namen vergessen. Hier mein schönes Schloss in Namen vergessen. Es ist wunderbar hier. Genau das Richtige, mal, um mal abzuschalten. Vor allen Dingen nach dem ganzen Scheiß gestern und so. Nach dem schlechten Wetter. Ist jetzt echt richtig entspannt hier. Und jetzt wollen wir essen. Das ist auch jetzt gibt's lecker Essen. Topfen für morgen früh. Oder Quark, aber Topfen wahrscheinlich hier. Und Beeren auch. Und Beeren, frische Beeren. Und für heute Abend müssen wir mal gucken, was es da gibt. Aber ich glaube, so Raps-mäßig irgendwas in die Richtung, oder? Ja, aber dann müssen wir Salat kaufen. Salat müssen wir noch kaufen. Also Salat und Beeren, auf wie geht's. Also wenn es dir hier gefallen hat, dann gibt uns einen Daumen nach oben. Und lasst uns ein Abo da, dann gibt es in Zukunft auch mehr Material. Wenn ich weiß, das kommt gut an, dann gucken wir mal, was wir alles noch so produzieren können. Bis zum nächsten Video.